Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Sky Factory 3, wo wir ja das letzte Mal uns hier so eine kleine behelfsmäßige Hütte gebaut haben und wo wir hier schon mal angefangen haben, einen etwas größeren Bereich zu bauen. So, ich habe jetzt vor, werde hier noch ein bisschen weiterbauen. Ich werde auch gucken, dass wir demnächst dann schon unsere ersten Meshes, also unsere ersten Siebe aufstellen. Und das Schöne an dem Viererblock ist, ich müsste jetzt auch relativ gut Holz farmen können. Wie man sieht. Und warum habe ich gerade keinen Ingame-Sound? Das ist gerade ein bisschen blöd. Warte mal. Und ich mache noch schnell die Musik an. Ups. So. Und dann fahren wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter hier. In der Hoffnung, dass wir relativ schnell zu relativ viel kommen.
2, 3. Ich will die nämlich direkt an die Werkstation ranbauen. So, wir brauchen die Werkzeugstation. Wir brauchen den Werkzeugteil Bauer. Dann kommt die Schablonentrufe und dann der Schablonentisch. Denn jetzt kann ich alles hier von der Werkstation aus betreiben. Siebe wieder hierher. Also. Dann brauchen wir als allererstes mal einen Spitzhackenkopf, einen Axtkopf. Momentan eher noch nicht. Wir brauchen dafür noch ihn hier. So, dann können wir hier zum Werkzeugteilebauer. Eins. Drei.
Die Sachen, die ich nicht brauche, werde ich auch relativ schnell dann im Rucksack verstauen, den ich mir bauen werde. Wir haben ja Iron Backpacks mit hier drauf, das heißt, das geht auch relativ gut. Das war dann schon mal so vorsorglich ein bisschen sortiert. Oben zum Beispiel die Pflanzen rein. Potatoes haben wir, Sugarcane haben wir, Weizen haben wir, Akazie, Birke. Nice, Birke ist. Das erste Erz, das wir bekommen, ist Silbererz. Das lässt ja tief hoffen. So, wie schaut's aus? Bist du. So, denn mir wurde erzählt, es geht, dass man einen 3x3-Bereich macht und dort dann Erde sieht oder Kies, Sand, das, alles Mögliche kann man hier dann sieben. Bloß eben nicht das Komprimierte, das geht dann, das geht in dieser Art nicht. So, wir holen das Holz hier raus. Ich habe mich eben gewundert, wo das ganze Holz hin ist. Deswegen habe ich kurz so ein bisschen gestockt. Wie viel Saplings haben wir?
So, falls sich jemand übrigens fragt, wie ich das mache, dass das Zeug gleich an die richtigen Posis gesetzt werden, einfach das gewünschte Material im Suchfeld raussuchen. Also, ich fange nochmal anders an. Wenn du willst, dass etwas automatisch gebaut wird, wie zum Beispiel hier dieser Compressed Crook, dann geht man einfach her. Zum Beispiel nehme ich jetzt mal die Holzspitzhacke. Ich hoffe, da kann man noch was draus bauen. Und dann drückt man U. Nee, kann man nichts draus bauen. Kann man nichts draus bauen? Hier. Aus dem Hammer. Kann man Compressed Stone Hammer machen. Da zeige ich euch das mal. Also man nimmt einen Hammer, drückt dann U, dann sieht man, was man draus bauen kann. Und zwar hier. Man braucht 9 Stonehammer, um sich einen Compressed Stonehammer zu bauen. Oder, wenn man einen Hammer benutzt, aus Holz bekommt man Crippings raus. Aus Akazienholz genauso. Das ist Eichenholz, da ist noch ein Grafikbug drin. Grafikbug. Endstein bekommt man Crushed Endstone, Hammer. Netherrack bekommt man Crushed Netherrack. Wenn man da jetzt drauf geht, kann man sehen, wie man das Ganze, woraus man zum Beispiel hier jetzt in dem Beispiel Netherrack herstellt. Wenn jetzt einem aber nicht mehr einfällt, oh Gott, wie hieß denn jetzt das Gerät, das ich gebaut habe? Wie kann ich denn das eigentlich wieder aufrufen? Ganz einfach die Entfernen-Taste und dann kommst du zum vorherigen Bild. Was ich mir allerdings auch überlegen könnte, ist, ob ich mir nicht erstmal hier die ganzen Slabs, also die ganzen Stufen, wieder zu normalem Holz umbaue. Das heißt, alles abbauen wäre ein bisschen heftig. Aber wir können ja jetzt, ab jetzt können wir mit normalem Holz bauen zum Bleistift. Was ich auch machen werde, was mir gerade einfällt, sind 2 Sachen. Wenn man genau weiß, okay, ich werde von XY mehr als genug zusammenbekommen, wie ich jetzt zum Beispiel hier Eichenholz, kann man das ruhig hier in so einen Drawer reintun. Dann müllt es einen nämlich hier nicht alles zu.
wahrscheinlich auch machen. Ich werde mir nochmal einen Draw bauen. Und werde dort die Setzlinge reinschmeißen. Könnte man sich sogar überlegen. Was heißt, könnte man sich? Das mache ich einfach. Ich werde hier die Hütte vergrößern.
eventuell. Moment. Ich sollte mir überlegen, ob ich eventuell auch die nächsten Erden für einen Ofen benutze, damit ich mir Kohle machen kann, damit ich hier alles ausleuchten kann. Das heißt, ich brauche 32 Steine. Ne, 32 Stone Pebbles. Bereite ich hier einfach schon mal vor. So, und oh scheiße, ich habe ganz die Zeit vergessen, tut mir leid. Dann würde ich sagen, ja, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge, Sky Factory 3 hier mit dem Sharuk. Und ja, ich danke fürs Zuschauen, wie in der letzten Folge auch schon. Über konstruktive Kritik oder über Lob oder über sonst irgendeine Reaktion von euch seitens der Kommentare würde ich mich sehr freuen. Schnappt euch ein Abo, kostet nichts und tut euch nicht weh. Und bis dahin, bye bye und tschüss. Outside in the all black drop. 10 round up when I'm out. Say they all wanna live.